Ja, hallo meine lieben Freundinnen und Freunde der Rundenstrategie und ja, Total War Warhammer 3. Es geht weiter mit Heinrich Kämmler. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, beim letzten Mal natürlich ganz klarer Fall, die Einnahme vom Reichland, auf das ich sehr stolz bin. Habe jetzt gerade tatsächlich nicht kontrolliert, ob mein Ladestand in Ordnung ist. Ich glaube, ja, das war wirklich nur noch hier die Provinzerlass und alles ist gut. Und jetzt heißt es natürlich, wie geht's weiter? Wie gehen wir vor? Also die Questschlacht sollte jetzt demnächst dran sein. Traditionell hat das ungefähr so eine Dauer von 10 Folgen, wenn ich das erste Mal sage, bis dann tatsächlich ich die Questschlacht mache. Ich bin einfach manchmal so. Ja, so ist das mit mir. Aber ihr kennt es nicht anders. Wir schauen mal, wir müssten natürlich vollständig geheilt sein. Wir schauen uns auch nochmal die eine oder andere Einheit gleich in Altdorf an, ob da etwas Sinnvolles für uns dabei ist, dass wir aus dem, ja, sag ich mal, Friedhof beschwören können. Ich nenne es jetzt einfach mal Friedhof. Hat bestimmt einen eigenen Begriff, aber muss ich nur mal Mausohr machen. Keine Ahnung. Sehe ich jetzt zumindest nicht. Was? Besiegt eine Schlacht? Kommandant, also ja. Trophäenjäger. Ja, okay, alles klar. Ist es ein besonderer Ort für die Untoten oder warum hätte ich das Symbol angezeigt? Kann ich hier irgendwas Besonderes erwecken? Nö, eigentlich kann ich hier nichts Besonderes erwecken. Geheilt sind wir fast vollständig. Uns fehlen 4 Wölfe und ein einziger Gruftschrecken. Oh, Bellacor. Bleib mal da weg, ne? Wie sieht eigentlich ein Schiff aus? Muss mal kurz Looky Looky machen. Wow, was für ein Dämonenschiff. Oh Gott, könnte man das leicht zum Kentern bringen, aber ist jetzt egal. Nicht wichtig, nicht wichtig. Ich bin auch manchmal ein bisschen merkwürdig. Wieso ist dieses Symbol hier? Kommt da irgendwas, wenn ich Mausohr mache? Nee. Schlacht von Altdorf. Mächtigere Tote. Ja, vielleicht muss ich da echt aus der Stadt kurz rausskippen. Wie würdest du denn darüber gehen? So, dann komm mal kurz daher. Nö, 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 nö. Da sind keine besonderen Einheiten. Beziehungsweise schon von mir abgeholt. Ja, das sind so schwache Verluste. Was erwartet mich denn hier? Nee, das war falsch. Hier ist es eigentlich schon richtig, ne? Ja. Die gegnerische Armee hätte ich gerne nochmal gesehen. Ah, das geht nur, wenn ich mich auch wirklich teleportiere. Ich weiß jetzt halt nur nicht, ob es die erste Questschlacht war. Komm, wir gucken mal. Orks. Ernsthaft. Orks und Goblins. Der Feind hat euren Hinterhalt nicht entdeckt. Greift an. Und das Überraschungsmoment wird auf eurer Seite sein. Wieso glaube ich, dass das nicht stimmt? Questschlacht, meine Lieben. Ja, ich hoffe, euch wird es jetzt gleich gefallen. Ich habe, glaube ich, Text vorzulesen. Muss jetzt aufpassen. Bisschen was anderes heute mal. Die Geister mal im Questschlachtmodus. Kemmler kommt zu dem Schluss, dass die Goblin-Seuche, die bei Marbards Grab am besten mit einem Hinterhalt zu beseitigen sein wird. Seine Diener warten. Ein Attentat auf den Goblin. Auf die Goblinoiden. Sobald sich die Grünhäute auf dem Weg zwischen den Hügeln nähern, wird der Leichenfürst zuschlagen. Oder ich hau gleich zu. Das werde ich dann noch entscheiden. Ja. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich euch jetzt keinen Text oder sonst irgendwas unterschlage. Deswegen habt ihr mal kurz die Gönnungsphase des Ladebalkens. Und das meine ich immer in diesem letzten Stück, dieser Betrüger, diese Waschmaschinen-Ladebalken. Noch eine Minute dauert's. Ja. Ach, der Quest. Oh, dear me. Oh no, we can't have this, can we? The treasures in that tomb, the spirit essence that was once Marbad of the Endels, is mine to harvest. Not for these impudent goblins to worship. What a to-do. We shall have to sort this mess out. Punish these creatures, oh yes. Make them think twice about trespassing on the barrows of the dead. That's right. Slay the goblins, my wondrous whites, my warriors of bone, my monsters of necrotic flesh.
Do my bidding. Release them of life. Then the mist and shadows will form around me. A cloak formed of the stuff of night. Ah, okay, es ist direkt im Pausemodus. Alles klaro. Okay, meine Lieben. Questschlacht. Ich freue mich voll. Also, wieso sollte ich die denn vorziehen lassen wollen? Ich greife die einfach von zwei Seiten an und fertig. Ja, in dem Fall muss ich mal ganz klar sagen, dass es hier nur einen einzigen Guten geben kann. Und das sind wir. Mir tun die Gräber unserer oder der Ahnen schützen, wie auch immer. Und ich würde mal behaupten, dass man da auf der richtigen Seite steht, ne? Behaupte ich einfach. Und ich will ja nichts anderes als einen Mantel. Das passt ja auch thematisch zu dem St. Martin-Gesülze, das ich immer mache mit euch, ne? Von daher, alles gut. Ja, okay, ich weiß, was das Spiel eigentlich von mir will, ne? Ja, das will es von mir. Kein Problem. Da bieten sich Gelegenheiten, ne? Gelegenheiten, die man nutzen sollte. Aha, das darf ich nicht, ne? Das war klar. Das darf ich aber. Okay, das ist ja schön. Das ist ja lieb von dir, Spiel. Sehr lieb von dir. So, was machen wir denn? Die Geister, die ich rief, die brauche ich ja auch noch, ne? Ich und das Spiel bedienen, ne? Normalerweise seid ihr in der Aufstellungsphase nie dabei. Diesmal nehme ich euch mit. Könnt es auch skippen. Ich habe damit echt keinen Schmerz. Wirklich nicht. Was mache ich denn meinen blöden Skeletten? Aber das kann es doch nicht gewesen sein. Da kommt doch bestimmt noch irgendwas. Irgendwas kommt da noch. Ne, wird es unschaffbar für mich. So, Herr Schimmler, kommen Sie auch mal hier dazu, bitte. Ich will ein bisschen was sehen. Welche Einheiten habe ich denn da noch vergessen? Ach gut, ja, den. Der Dude. Schau mal hier. Du darfst von hier aus angreifen. Ah, du hast aber ein Pferdchen, gell? Du hast ein Pferdchen. Du bist zu schnell mehr am Zielort. Komm mal hierher, dass er das gar nicht weiß, dass du da dich versteckelst. So, wen haben wir noch vergessen? Da hinten steht noch irgendwas, ne? Ach so, ja, die. Was machen wir mit euch denn? Ja, komm, ihr verlagert mal dahinter. Ich glaube, das ist okay so. Let's fetz. Ja, ich lasse die jetzt da natürlich nicht ewig gewähren. Die werden mich jetzt auch gleich entdecken. Das ist ja alles andere als eine wirkliche Stellung von mir. So, die Sperre, rücken vor. Die Gule, rücken vor. So, mit denen hier schalten wir jetzt erstmal die Fernkämpfe aus. Gerader Weg ist der hier. Grell, du kommst hier, Heinrich, du kommst hierher und schwörst Grell ihm direkt vor die Fräse. So. Ich möchte, dass ihr die Zange hier zumacht. Diese Abstände verstehe ich nicht. Es muss irgendeine, so eine Art Fernkampfschutz sein, das das Spiel plötzlich eingeführt hat. Dass die nicht so gut von Artillerie oder sowas getroffen werden. Kann ich mir zumindest vorstellen. So, ganz wichtig, Kaff. Kaff macht nämlich hier dann zu und da sollte die Armee aber ganz schnell weg sein. Moinsen. Ja, das ist Grell übrigens. Moin. Und dann wollen wir mal schauen, wie sich hier was bewegt. Okay, ihr lasst euch bitte nicht von den Speerträgern, auch wenn die nichts drauf haben, was ich weiß. Okay, das wollte ich nämlich sehen hier. Das ist sehr schön. Schaut mal hier. Und ihr hier hin. Und wo könnte ich meine Zombies noch... Nein, mit den Zombelinos warten wir nochmal ein bisschen. Schaut mal hier, ein wunderbares Ziel. So, der Goblin-Anführer hat schon keinen Bock mehr. Bleibt mal alles schön in Bewegung. Ja, das war's jetzt. Für den Gegner. Ja, die Fernkämpfer wissen jetzt nicht mehr, wohin. Ja. Ich weiß, was ich mit meinen Zombolinos mache. Okay. Hast du schon irgendwelche Skills, die ich nicht gebrauchen kann? Ja, du bleibst aber jetzt bitte an dem dran, falls der wieder sich entscheidet, zurückzukommen. Und der flieht auch schon. So, Grell, was machst du eigentlich gerade? Ja, bleib dran. Ihr könnt gerne hier am Gegner dranbleiben und Wirkung entfalten. Die Kavallerie hat eigentlich auch alles soweit erledigt. Habe ich die Zombolinos?
schon beschworen oder habe ich das jetzt irgendwie verrafft? Dauert das noch? Hä? Nö, die sind nicht beschworen worden. Haben wir schon gewonnen? An den Das interessiert keinen, das hat nichts in Quest. Hä? Aber das ist doch eine Questschlacht. Das ist ja fast wie bei einem Autosolf, den du selber spielen. Hä? Ich gehe kurz auf den Weihnachtsmarkt und trinke Glühwein. Ich komme gleich wieder. Ja, also, war es wirklich. Wir haben die Aufgabe abgeschlossen. Ja, ich nehme mal die Verlustverstärkungsrate. Achso, nee, hätte ich ja gar nicht gebraucht, weil ich einen ganzen Bonus krieg. Einen Leichendieb noch bekommen, okay, einen Totengräber, alles klar. Schwarze Katze. Und wir haben jetzt den Mantel daneben und Schatten, okay. Erfolgschance, Aktionen des feindlichen Händen wird gesenkt. Die Erfolgschance für den Hinterhalt von uns steigt. Die Geschwindigkeit wird erhöht, die Nahkampfabwehr wird erhöht, die physische Resistenz wird erhöht und die Fähigkeit der Mantel des Nebels und Schattens kann ich machen. Und die macht physische Resistenz plus 75%. Und er wird Gelände erfahren. Das ist ein netter Mantel, um sich da zu schützen. Tja, die haben ausgeschnüffelt. Die Goblins. Ja, den habe ich jetzt, ja. Ach, gilt als Talisman. Okay. Nee, doch, Leute, ich muss jetzt ehrlich zugeben, dass ich ein bisschen total... Ich bin total überrascht gerade. Ich bin wirklich ernsthaft total überrascht. Ich verstehe das gerade nicht, was da passiert ist. Unsere Armee ist noch lange nicht fertig. Ja, ich weiß, was das für Gegner waren. Das habe ich schon gesehen, Leute, okay? Keine Frage, ja? Aber normalerweise passiert ja immer noch was bei den Questschlachten. Vielleicht haben sie da auch nicht mehr weiter bearbeitet oder überarbeitet. Das weiß ich nicht so richtig. Keine Ahnung. Wow, 30% Hinterhaltslist können wir noch kriegen. Das ist ja gar nicht so schlecht. So fiese Geisterattacken. Wird eigentlich sehr gut passen, so aus der Deckung heraus, dass wir dann die so überfallen, die Leute. Ja. Ja, komm. Ich versuche mal ein bisschen mit Hinterhalt zu spielen. Ich habe Geister, ich spiele mit Hinterhalt. Buh. Ihr versteht schon, ne? Ja. Tödliche Klinge habe ich gemacht. Das nächste Wichtige in dem Spiel ist die Nahkampfabwehr. Dass du nicht getroffen, dass du nicht treffen kannst, ne? Ja, uns geht's auch noch dazu unglaublich gut, ne? Gerade, das muss man auch noch sagen. Also, wir stehen da super stabil, ne? Wir könnten noch mal so eine Handelsware machen. Na, ich überlege gerade, Leute. Kann ja, das besetzte Imperialer Palast. Ich vertag das erstmal noch. Ja, okay. Ich habe mal ein bisschen Geld jetzt in die Hand genommen für Agentenaktionen. Natürlich, ich hätte halt gern auch Vampire als Agenten so rumlaufen und so Zeug. Habe ich halt nicht, ne? Die können nämlich wirklich direkt einen Attentat machen und nicht nur, in Anführungszeichen, gegnerische Helden verwunden. Technologie stehen, 60%. Fehlschlag. Ist meistens gar nicht so relevant, weil... Ja. Weil einfach halt Technologie zu stehlen und so viel Geld dafür auszugeben, ist es eigentlich nicht wert. Vor allen Dingen, wenn es dann fehlschlägt. Und meistens bist du ab so Midgame irgendwie, bist du bei den meisten Tech-Trees durch, ne? Also bei den älteren Fraktionen jetzt eher als bei den neueren, da haben sie sich mehr Gedanken gemacht. Nein, du sollst nicht gespielt werden. So, und jetzt gehen wir mal die Gebäudeverbesserung durch. Eins am anderen. Einfach immer mal eins am anderen. Das hier ist ja natürlich die reichste und für mich wichtigste Provinz von allen. So. Es ist im Wald von Arden. Ah, die Burg Artois könnte ich jetzt wieder aufbauen. Okay. Muss mit meinem Geld haushalten, ne? Das ist ganz klarer Fall. Ich glaube, ich werde im Reichland etwas für Stabilisation machen, aber das werde ich später wieder abreißen. Kontrolle. Ich mache jetzt kurz ein Kontrollegebäude rein. So, das war jetzt nicht teuer. Die Pforte von Gisere, Festung Bergbré.
könnte ich auch aufwetten. Wachstum fügt Maul. Ja, macht nur. Ja, sie mir bedroht, angegriffen wieder zu werden. Nein, Priorität falsch eingeordnet. Falsch, falsch. Heinrichshafen, unser Prestigeprojekt. Gott, und ihr sagt wieder nichts, Leute, ne? Ihr habt es in die Zukunft schreiben müssen. Aber Bencake, ne? Denk dran, dass du Heinrichshafen ausbaust. Dann sind wir alle fünününününü mit dir. Ja. Ihr müsst euch echt mehr anstrengen. Zentrik von Heinrichshafen, du bist ja schon fast schon legendär. Wie Azak hat die Typen da noch nicht platt gemacht. Doch, wir gehen nochmal da oben lang. Trücher, unglaublich stark. Wie ich finde, aufgrund der Zusammenstellung jetzt, wie sich das ein oder andere entwickelt hat, wie die Fraktionen implementiert worden sind, ja, interessante Fraktion zum Spielen, weil ihr doch eine ganz andere Einheitenliste habt. Aber die gab es bei mir schon auf dem Kanal und ich bin krachend mit ihr gescheitert. Aber das ist lange her und na egal. Aber es gibt, es ist irgendwie vergraben. Warhammer 2 noch Trücher, könnt ihr gucken, ist nicht gut gelaufen. Habe ich ganz schlecht gespielt, muss ich auch dazu zugeben. War nicht gut von mir ausgespielt. Daraus habe ich gelernt und alles gut. Aber ist nicht so meine Fraktion. Ne? Es ist nicht meine Fraktion. Ja. Dann lieber wirklich richtige Waldelfen und die Boni, die Waldelfen haben, auch komplett auszuspielen. Ja? Hochelfen ähnlich. Also man kann es halt mit den Elfen irgendwie im Fernkampf insgesamt sehr übertreiben. Mission erteilt. Ja, irgendwas soll ich plündern. Das ist so egal, ne? Das ist mir so egal, Leute. Das kann, glaubt ihr gar nicht. Ich könnte jetzt echt überall meine epischen Sachen da einsammeln, wenn ich das wollte, ne? Wenn ich das wollte. Ja, nimm du doch diese komische Unerschütterlichkeitskrone. Noch gerade so dran gedacht, bevor ich weitermache. Also die nächste Questschlacht wird es jetzt erstmal nicht von mir geben. Ich muss jetzt natürlich gucken, dass ich diese Offensive weiter nach vorne bringe, ja? Und ich muss gucken, dass ich so geschickt ich kann, hat schon coole Truppen da in der Armee, so gut ich kann jetzt meine Helden da zusammenführe, weil der hat dann doch nochmal ein paar Geister mehr. Ich überlege gerade, ob es sich lohnen würde, okay, hier, schwierig. Ich glaube ja, es würde sich lohnen. Ich habe euch ja gesagt, dass ich jetzt nicht nur Zombies spielen werde. Das habe ich schon ernst gemeint. Das wäre, ich überlege gerade, ich habe so eine Wunschliste im Kopf. Also von denen wäre es einer, zwei, der Drache bringt nichts, der wird nur weggeschossen. Zwei Einheiten, drei Einheiten, könnte ich mir die leisten? Die kann ich mir leisten. So, ihr seid gekündigt. Eins. Also Gespenster nochmal dazu, klar. Die Sensenreiter. Und es ja, ist ja besser mit Heinrich zu rekrutieren. So einen will ich im Team haben und so will ich einen im Team haben. Sehr schön. Das ist das, was ich euch ja auch angekündigt habe, ne? Also Monster werden kommen. Also ich will dich schon ein bisschen Action bieten, ne? Und ich sag's auch hier nochmal dazu, wenn ihr es richtig clever spielt mit den Untoten, hebt viele Krieg, viele billigen Armeen aus und überrennt die KI einfach, dann habt ihr es aber wirklich sehr einfach. Diese Strategie ist legitim und gut, aber tausendmal gesehen und ich glaube, die meisten kommen darauf, dass man so am besten und erfolgreichsten mit den Untoten spielt und dann im Nachgang Elite-Armeen aufstellt. Ich möchte es ganz bewusst anders spielen. Es ist ja nicht so, dass ich auf leicht spiele. Ich spiele immer noch auf sehr schwer. So, jetzt muss ich überlegen, wie treibe ich den Angriff vor? Also wir haben jetzt natürlich einen strategischen Vorteil, weil wir die in Altdorf hier erobert haben. Grünburg sieht mir aus wie so eine Falle, weil wenn ich da jetzt reinmarschiere, kommen die Wiesenländer und hauen mich. Die Reichländer sind so gut wie besiegt, die zappeln nur noch. Deswegen werden wir jetzt unsere Mechanik Hinterhalt spielen. Und mal gucken, wo ich Hinterhaltserfolgschance 100%. 86. 86. Ich habe gerade. Wo? Da, bitte. Bitte 100% Heinrich.
Es gibt trotzdem irgendwie eine Möglichkeit. Ich habe noch nicht verstanden, wie. Dass der Gegner auch einen hundertprozentigen Hinterhalt aufdeckt. Wie das funktioniert, habe ich nirgendwo lesen können. Wenn ihr wisst, wie das zustande kommt, dann packt sie bitte in die Kommentare oder schweigt bitte für immer. Weil, ja, es ist nicht so alles so selbsterklärend dann für mich, ne? Das muss ich dazu sagen. Nee, das ist doch Blödsinn. Was treibe ich denn da jetzt gerade? Ich mache Blödsinn. Aha. Das ist jetzt mal eine interessante Information. Bordelot besetzt von einem Goblin. Grom the Pound ist kein Leichtgewicht, ich weiß. Grom der Fettsack. Auf Deutsch, ja. Ihre Fettleibigkeit, ihre Flatulenz. Was ist denn das auf Trolle aus? Die KI festgestellt, wie mächtig Trolle mittlerweile sind. Ja, jetzt werden sie in Massen produziert plötzlich. Wir hatten eine Schlacht, ne? Ich darf jetzt ruhig mal den Langweiler wieder spielen. Ah, Elfen killen? Wollen wir den verwunden? Ja, ist aber diplomatisch grenzwertig, wenn ich Agenten töte, ne? Diplomatisch ist es grenzwertig. Ich geh mal zum Ork-Massiv, bitte. Hier auf den Hof und vergifte da mal irgendwelche... mach mal was mit den Fässern. Dass sie sich alle freuen. Länger leben zu können. Länger zu existieren. Überleg mal, ich könnte doch gar nicht in den Wald reinmarschieren. Mache ich das echt, dass ich da überall hinlatsch? Ach, was interessiert mich? Mein Geschwätz von gestern. Du brauchst immer frische Truppen. Immer nur am Fordern und am Stänkern. Jetzt gehen wir hier in den Greifenwald. Ja, das hatten wir schon, legendäre Verteidigungskämpfe, als wir Azak gespielt haben. Wer es nicht gesehen hat, dieses Let's Play, ich empfehle es euch zu gucken als Vergleich und auch so ein bisschen Werbung in eigener Sache. Werbung in eigener Sache, jetzt kommt's mal, wer bisher jetzt noch nicht eingeschlafen ist, wer jetzt noch zuhört, finde ich jetzt mal sehr interessant, wie weit sind wir denn fortgeschritten? Sollte eigentlich noch der eine oder andere zuhören. Werbung in eigener Sache im Rundenwechsel, und zwar folgendes. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber wer in die Kanalinfo schaut, der sieht, dass dieser Kanal jetzt nochmal ein Jahr älter wird. 2 Jahre wird er jetzt alt. Sozusagen immer noch ein Kleinkind. Und zur Feier dessen kann ich euch jetzt schon sagen, werde ich mir wieder Zeit einräumen im Januar. Das werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr schaffen dieses Jahr. Aber dann, also nicht direkt an seinem Geburtstag von dem Kanal. Ich muss doch gucken, wie ich was organisiere und so. Dann geht's wieder ein Livestream. Und der Livestream wird aber nicht... Der Livestream wird leider nicht mit Total War Warhammer laufen. Der Livestream wird mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit mit Songs of Conquest laufen. Da habe ich ein paar tolle Ideen. Mal gucken, inwieweit wir das umsetzen können. Ich das mit meiner Community umsetzen kann. Bis jetzt weiß noch keiner was, dass ich das plane. Aufnahmedatum ist der 20.12. Ihr habt dieses Video kurz vor... Silvester, sage ich mal, vom Jahreswechsel. Für euch ist es eine kleine Überraschung, aber ich habe da was im Kopf, schon seit längerer Zeit. Und natürlich wollen wir eine kleine Geburtstagsfeier feiern. Ich denke, da seid ihr alle gerne dabei. Militärischer Zugang, ja, klar. Lass dich wieder nicht so früh kaputt machen, Floodyline. Ja, freue ich mich drauf, auf jeden Fall. Mir hat der letzte Livestream damals mit Stellaris sehr gut gefallen. War ein richtig schöner Abend, fand ich. Und ich freue mich, wenn ihr dann da auch wieder dabei seid. Natürlich sage ich rechtzeitig dann das Datum, die Uhrzeit ungefähr, ja. Nicht vergessen, 2 kleine Kinder, ist nicht alles immer so leicht. Gibt es mal Tage da, 19:30, 20 Uhr hocke ich vorm Rechner, kann was aufnehmen und dann noch so Zeug machen. Und manchmal gibt es halt Tage, da ist nach 21 Uhr, das ist einfach so. Mittenland hat sich auch verabschiedet. Ich bin so zwiegespalten. Ich bin so zwiegespalten, was ich von dieser ganzen Situation halten soll. Ich natürlich, ja, aus dem Spiel heraus, uhaha. Mittenland und Sreikland sind 2 sehr mächtige Menschenfraktionen. Und auch mit, die haben auch Geld. Ne? Die haben richtig Geld. Und die gehen so kaputt in dem Spiel mittlerweile. Das mag ich irgendwie auch nicht. Es geht vom einen Extrem ins andere, wisst ihr? Das ist so, ja. Es gab keine Partie mehr gesehen, wo Sreikland noch mal stark wurde, seit Warhammer 3. Der Hinterhalt wurde verhindert. Wie?
Wie wurde dieser Hinterhalt verhindert? 100%. Gut, okay. Vielleicht ist es so, dass wenn dann du stehen bleibst in einem gewissen Abstand und du nicht also in eine Linie gelaufen bist, sozusagen nicht reingelaufen, also überlaufen hättest, dann killst du, dann kann das vielleicht aufdecken. Aber ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe es trotzdem nicht. So, jetzt haben wir die 7 Runden rum. Wir sind tatsächlich in Runde 36 angekommen und jetzt haben wir die Nachtmaßichel. Unsere Gespenster werden jetzt nochmal eine ganze Ecke besser. Ich gehe jetzt zuerst in die Technologie. Aber 9 Runden, da schiebe ich jetzt mal nochmal ein bisschen was dazwischen. Ich weiß, dass ich immer noch die Bande des Fleisches habe und meine Zombolinos nochmal etwas verbessern kann, aber jetzt bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Einkommen aus Erpressungsgebäuden. Aufnahmeprogramm. Komm schon. Hör auf, mich so zu freezen. Komm schon. Das ist immer bei dem Spiel so. Ich verstehe es nicht. So, wie schlimm ist eigentlich die Verteidigungsanlage mittlerweile in Übersreiten? Ja, das ist die Taverne da. Ist eigentlich eine recht witzige Sache, wenn wir die jetzt schnappen und angreifen. Ja, komm. Ich will euch Action bieten. Ja, mittlere Verluste. Never ever. Never ever. Wie schlimm ist es, die Verteidigungsanlage? Die können sich schon ein bisschen wehren. Sie haben wenigstens ein bisschen was, mit dem sie sich wehren können. Also ihr seht hier, da ist so eine besondere Taverne und ihr seht hier plötzlich, da ist ein Waldelf, da ist ein Zwerg drin, da ist ein Imperialer drin, da ist so ein Hexenjäger, da ist ein Magier drin, ne? Ihr müsst euch das so vorstellen, die hocken da in der Taverne, ja? Und da gibt es es gibt, glaube ich, im Tabletop irgendeine Mission oder sowas. Wo es genau um das Szenario geht, wo du eine Taverne gegen Angriff von Orks verteidigen musst. Das sind Imperiale und machen da ein Nickerchen und ja, egal, ist jetzt wurscht. Das erinnert mich immer sehr stark daran, ne? Diese Zusammensetzung hier. Was eine sehr coole Mission ist. Übrigens im Tabletop. Ernsthaft? Das ist eine schriftliche Einladung. Entschuldigung, dass ich sage, das sind Verteidigungsanlagen. Das sind Dorfmatratzen-Verteidigungsanlagen. Nee, Entschuldigung, sorry, ich weiß, dass es diskriminierend ohne Ende ist und frauenfeindlich und so. Aber nee, sorry, Dorfmatratzer oder Dorfmatratze ist mir jetzt wurscht egal, ja? Also ehrlich, so leicht zu haben. Entwickler, gebt mir meine Gräben zurück. Wo sind meine Gräben? Oh, Lords of the Realm 2. Erstmal Graben zu schaufeln. Fernkämpfer schießen werden die ganze Zeit auf deine Leute. Du kommst nicht richtig hin, bis du erstmal da bist, wo du hin willst. Ah, und wenn du nicht angreifst, im Verhältnis 4:1 und ich kann euch ewige Geschichten erzählen. Muss auch nicht sein, alter Mann erzählt Geschichten, ne? Militärstrategie, ich weiß, es ist nur ein Spiel. Aber lass die Mauern weg, lass sie weg, es ist so, au. Es brennt mir wahrlich in den Augen, es ist einfach so. Okay, alles klar, wenn du schon dich jetzt nach vorne gebückt hast und kein Höschen anhast, klar, lass uns doch über Politik reden. Nee, Leute, wisst ihr, Entschuldigung, ich weiß, ich bin jetzt gerade echt niveaulos, wirklich. Ah, das ist einfach bei mir. Das wird auch nicht mehr gut, ne? Das wird nicht mehr gut. Schaut euch das mal an. Die ganze rechte Flanke. Die ganze rechte Flanke liegt einfach brach. Wieso macht man das? Es sieht sehr geil aus übrigens. Eine sehr schön designte Stadt. Ich möchte nicht alles schlecht. Das ist ja der Grund, ne? Ich wiederhole das zum x-ten Mal jetzt. Ich weiß. Ich liebe das Spiel. Ich mag, wie das Spiel aussieht. Ich finde die Fraktionen geil. Ich finde die Weltkarte geil. Ich finde es mega geil, wie sich die Designer sich hier wirklich einen abgebrochen haben. Und dann wird man gezwungen, so eine Verteidigungsanlage hinzustellen. Lasst es. Lasst es einfach. Es geht gleich wieder, Leute. Es geht gleich wieder. Bringe ich es jetzt mal eiskalt, was ich meine? Wir sehen uns gleich. Okay, ich weiß, dass die Folge jetzt durch den Belagerungskampf zu lang wird. Ich hoffe, ihr bleibt mir trotzdem dran. Das meine ich, Schaut mal. Ich stelle mich rechts oben in die Ecke rein. Komplett oben in die Ecke. Hab hier irgendwas, um den Mist abzufangen, die da vielleicht auf mich feuern. Und jetzt greife ich mal tatsächlich ganz bewusst nur von einer einzigen Seite an. Ich mache das jetzt echt absichtlich, Leute. Ich nutze das Spiel vollkommen aus.
und gehe jetzt hier über den Wald und in aller Ruhe und Gemächlichkeit marschiere ich da jetzt vor. Und hol mir, was mir gehören muss. Easy peasy wäre das jetzt. Ein Zuckerschlecken sozusagen. Nicht nur sozusagen, es wird ein Zuckerschlecken. Ihr seht auch schon am Balken, was das bedeutet. Ja? Dieser sogenannte Kampf hier gegen dieses Städtchen, wo ich mittlere Verluste haben soll. Klar habe ich jetzt schon hier ein paar Skelette verloren. Das weiß ich. Oje, oje. Es tut so weh. Nicht. Ja, die schießen jetzt natürlich auch. Das weiß ich auch. Ja, die schießen doch jetzt auf dich, Pancake. Mensch, es ist doch nicht gut, wenn die da auf einen schießen. Das muss doch wehtun. Ja, aber der Schaden ist halt minimal, der da gerade gemacht wird bei meinen Einheiten. Ja, sie versuchen mir wieder den Kommandanten... Ah, das darf er nicht mehr. Das darf er nicht mehr drüber beschwören. Das ist aber gut gemacht. Das habt ihr mal aus Versehen gut gemacht. Also wir sehen, wir haben hier Fernkämpfer, die jetzt auf uns schießen. Wir haben aber tausende Buffs. Wir haben gefühlt eine Million, eine Milliarde Buffs. Die dafür sorgen, dass unsere physische Resistenz so gut ist. Ich muss ja aber trotzdem schon ein bisschen Bewegung behalten. Was ist denn jetzt los? Ich soll dich da bewegen, bitte. Dass wir halt kaum getroffen werden, ne? Kann jetzt auch nochmal fröhlich heilen. Wir haben die Mana da dazu. Also wirklich jetzt, ich mach's jetzt mal richtig primitiv, Leute. Ich gehe jetzt echt wie so ein Dollbohrer an der einen Stelle. Greife ich mal an. Ne, das ist jetzt vollkommen absichtlich. Ich würde normalerweise breiter, vielleicht von mehr Seiten angreifen und so. Ich mache es jetzt mal richtig blöd. Um euch das zu verdeutlichen, was mich da so ärgert dran. So, ich könnte schon längst über alle Mauern, übrigens auch drüber sein, wenn ich das wollte. So, jetzt habe ich die Tür aufgemacht. So, Tür ist offen. Wen begrüßen wir denn da zuerst? Eins. Zwei. Und drei. Und dann geht's weiter mit einmal. Hierher. Hierher. Ich verteile jetzt auch hier die Angriffsbefehle. Auch hier wieder ganz bewusst so. So, jetzt darf er da sozusagen drüber beschwören. Nein, das ist jetzt gemacht. Na, ist egal. Besser Grell erstmal. Ich lasse es jetzt kurz in der halben Geschwindigkeit weiterlaufen, ne? Du der Anführer bist, dann stirb jetzt. Ein Elf darf die Verteidiger anführen. Vielleicht findet aber auch wirklich faktisch tatsächlich Kirchendingens den Weg nicht. Also der Heinrich den Weg nicht. Ah doch, er hat ihn gefunden. Wunderschön. Das sehen sie ja, meine Zombies. Meine Zombolinos haben es geschafft. Ja, irgend so ein Dude hat sich da oben auf die Mauer gestellt, auf die Lauer. Vorwärts. Vorwärts. Ja. Ja. Thema vorbei, würde ich sagen, schon. Ja, die Türe konnten definitiv mir, wem sonst gehören. Hätte wieder dieser... So. Ja. Finde es auch immer so witzig, dass Zwieker dann schreibt so Analyse Autosolf, na Themenwechsel. Also köstlich amüsiere ich mich darüber. Freut mich wirklich jedes Mal sowas zu lesen. Ja, muss man einfach nie mehr drüber reden, ich weiß. Also dass das jetzt hier ein ungleiches Gefecht ist, ne, auch das ist mir bewusst, Leute, ne. Dass hier der Gegner überhaupt gar keine Chance hat, auch das ist mir bewusst. Aber diese Verteidiger in dieser Stadt, wenn es eine ordentliche Verteidigungsanlage wäre, hätte ich ja nie angreifen können mit der Armee. Nie. Niemals. Man möchte natürlich auch solche Prozesse, solche Spielprozesse beschleunigen. Oh, aber dann lass doch die Einheiten da nicht einfach rumstehen, Spiel.
Na, man möchte das, ja, man möchte, dass Ergebnis herbeigeführt wird in zu einer gewissen Zeit, ne? Dass die Spieler da nicht ewig drin sind und weinen müssen, weil nichts vorwärts geht, ne? So sozusagen, komm, mach denen komplett Angst. Übertreiben es mal mit denen ihrer Stärke. ZZZ, ah ja. Nee, das habe ich schon vergessen, Leute. Guck mal, Krell, da ist doch nochmal ein schönes Ziel für dich. Ja. Die anderen kriegen das schon hin. Oh, die Wölfe habe ich ein bisschen arg gewastet hier gerade. Guck mal, noch mehr Zombies. Ich habe noch mehr für euch. Immer mehr. Glaubt gar nicht, wie viele das sind. Guck mal. Charge da mal in die Sperrträger rein. Lass einen Satz oder charge doch mal da in die Sperrträger rein, ne? Kann nur von einem Noob kommen. Ach, was soll der Geiz? Ich beteilige euch ein bisschen am Ladebalken. Irgendwie habe ich es auch Gefühl, wenn ich immer Pause drücke, dauert es irgendwie länger. Willst du normal? Ach, es ist eingebildet. Ja, also ihr seht jetzt hier, der Gegner hatte wieder erneut gar keine Chance. Null Komma gar nicht. Null Komma gar nicht. Die meisten Verluste habe ich dadurch erlitten, dass ich so viele Einheiten auf die Schnelle nicht so gut durch so eine Engstelle manövrieren kann. Jetzt müsst euch das mal überlegen. Ich bin durch ein Tor durch, nur durch dieses eine Tor, ja? Ich habe nichts Intelligentes gemacht, wirklich nichts. Ich bin da einfach rein. Und deswegen sage ich, es ist nicht die Stärke vom Spiel, es sieht super schön aus, aber ich hätte echt gerne so eine Funktion mit, willst du wirklich mit Stadtkämpfen kämpfen? Nö. Sollen das irgendwie Kämpfe sein, wo der Gegner irgendwelche Defensivboni kriegt? Jo. Wäre ich viel glücklicher mit, würde mir so viel mehr Spaß machen. Ist nicht böse gemeint, Creative Assembly, habt ihr euch so viel Mühe gegeben, aber ist so, manchmal habe ich das Gefühl, es geht um die Städte und Belagerungskämpfe, ist so, es geht mir jetzt ums Prinzip. Ich will das unbedingt, dass das funktioniert, aber es ist es funktioniert so nicht. Dann müsst ihr eher mehr auf die Verteidigungsanlage Wert legen, die Stadt in den Hintergrund legen, sage ich jetzt mal. Ja, also ihr macht halt wirklich so einen Schnitt hier, ja, und die Verteidigungsanlagen sind größer, mehr Platz und sowas und wird mehr Laune machen, glaube ich. Ist ein mega Aufwand zu bearbeiten, deswegen sage ich, der geringere Aufwand wäre, wollen wir was plündern und besetzen? Nee. Ich bin ja kein normaler Mensch, sage ich jetzt mal. Wird jetzt einfach erobert. Gott, was wir alles wieder für Items bekommen. Ja, sie werden alle bezahlen, ja. Hey, komm schon, Spiel. Kann ich diese besondere Taverne auch bauen? Nö, ne? Das kann ich nicht. Das habe ich mir doch gedacht. Dann machen wir jetzt erstmal hier Wachstum rein. Was haben wir hier denn eigentlich? Du kannst hier Fluchfürsten holen. Interessant. Rein theoretisch. Ist schön hier in Übersreik. Ist schön hier. Gefällt dem Heinrich. Judäa, ich geb da gleich. So, wir spielen jetzt noch die Runde schön gemütlich runter. Wenn ihr keinen Bock mehr habt da drauf, dann könnt ihr gerne ohne weitere Probleme abschalten. Verlustverstärkungsrate 30% für diesen Kommandanten. Heilungsgrenze in der Schlacht plus 50%. Wundheilzeit wird um 1 reduziert. I love it. I love it, really. Cause of reasons. Ich weiß, mein Englisch ist nicht so, ne? Aber nee, Leute, es ist einfach nur Spaß. Das ist die Armee. Klar, ich jetzt ein bisschen Verluste, die ist komplett geheilt, ne? Ist einfach komplett geheilt. Das ist so, oh Mann, ey. Ja, ich... Macht halt einfach Spaß, die Untoten in diesem Spiel zu spielen. Sie machen auch im Tabletop Spaß zu spielen. Man muss auch leitfähig sein bei den Untoten, man muss vor allen Dingen sehr viel malen,
wollen, weil man hat doch einen Haufen Skelette und Zombies zum Anmalen, die ja dann immer wieder auf den Tisch kommen dürfen müssen. Deswegen habe ich es in Maßen gehalten, dass ich so Azag oder eine abgewandelte Form selbst erstellt gespielt habe, meinen Untoten, meinen Nekromanten-Ork. Ja, da muss ich nicht ganz so viele holen noch einmal. Ja, sorry, ich schweife ab. Ich schweife ab, das ist aber eine Eigenschaft von mir. Ach ja, und übrigens, das muss ich noch sagen, ne? Ich bin in den letzten Let's Plays, also ich habe mich auch mal irgendwo lächerlich gemacht, dass sich die Leute immer so entschuldigen. Das haben wir auch im Büro gemacht. Und ich habe echt alle infiziert damit und wir haben einen riesen Spaß gehabt. Großes Problem dabei war, wir sind tatsächlich unbewusst, weil wir das alles so durchgezogen haben, tagelang. Jetzt kriegen wir es nicht mehr los, ne? Das ist voll schlimm. Jetzt habe ich genau das so drin. Ja, sorry, Entschuldigung. Leute, ich gewöhne es mir wieder ab. Das ist ein harter Entzug. Ich möchte mich wirklich aufrichtig dafür. Ich bemühe mich, okay? Ich bemühe mich, es wieder loszuwerden. Habe ich auch in einem anderen Let's Play gesagt bei Koromon. Also immer wenn ich ja so wirklich dämlich sage, Entschuldigung, also wenn es jetzt wirklich komplett, ne, ihr merkt es dann schon den Unterschied, dann weist mich in den Kommentaren darauf hin, es gibt immer 5 Cent für dann ein Spiel, was wir uns dann holen. Und das dann unter dem Motto, Bencake hat sich vom Jahreswechsel in jeder Minute 15 Mal entschuldigt. Spiel. Nennen oder so, ja. Ah. Ist auch dank meines liebes Community-Mitglieds Frank ganz deutlich mir aufgefallen, wo ich mir die Folge dann doch nochmal komplett angeschaut habe und denke so. Oh. Dinge im Spaß zu tun ist toll, aber sie dann sich wieder bitte abzugewöhnen ist noch viel wichtiger. Ne, ihr müsst dann jetzt ab sofort immer ganz aufmerksam hier sein und das reinschreiben, denn dies muss ich sammeln und ich werde wirklich sammeln, Leute. Ich meine das wirklich ernst. Ich halte dann irgendein Kästchen oder sowas hoch. Ich habe schon eine Idee, was ich dafür verwende. Und dann, ne, YOLO. Wie viel macht denn eigentlich der Hafen? Nur plus 10. Und wie macht denn dieses Gebäude? Ey, hallo. Naja, plus 20. Na ja, komm. Wieso baust denn jetzt da keine Mauern? Ich glaube, dass ich da keine großartige Bedrohung. Dass mich da keine großartige Bedrohung erwartet. Ja, Leoness würde ich mal sagen, mach mal hübscher, ne? Baby, baby, machen wir mit dem. Okay, alles klar, wo sind wir jetzt runter? 36 immer noch. Die war ein bisschen länger. Folgenlänge? Jo, seid ihr gewöhnt. Okay, alles klar, dann möchte ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet alle eine wunderschöne Weihnachtszeit. Genießt das sogenannte zwischen den Jahren jetzt, ja, so gut es geht. Und wünsche ich euch natürlich einen wunderschönen, guten Rutsch ins neue Jahr und ja, was man halt so braucht im neuen Jahr. Gesundheit, Glück und Geld wünsche ich euch von Herzen. Viel davon kann man nämlich immer gebrauchen. Die drei großen G, wie ich sie nenne. Okay, habe fertig. Salvete Noctis. Und ciao.